Das Ruhrgebiet, eine Region voll mit freundlichen und offenen Menschen, wunderschöner und eindrucksvoller Architektur, kulinarisch vielfältiger Speisen, hier gibt es abwechslungsreiche Landschaften. Warum sieht es eigentlich überall so aus wie in Fallout 4? Hold up, wait a minute. Also für die unter euch, die keine Ahnung haben, was oder wo das Ruhrgebiet ist, hier mal ein kurzer Überblick. Das Ruhrgebiet liegt glücklicherweise nicht in Mecklenburg-Vorpommern, weil das nämlich gar nicht existiert. Puh, da haben wir ja mal Glück gehabt. Irgendwas mit Kohle und Eisen, Minen, Industrialisierung, weil viel Industrie, leider auch viele Bomben während der Zeit von Hitler. Nach dem Ende des Battle Royals dann schnell wieder alles schön aufgebaut. Die Ruhrpotter leiden auch darunter, dass man ihnen nachsagt, etwas mehr auf den Rippen zu haben als der Rest der Republik. Vielleicht liegt es ja daran, dass sie in Städten wohnen, die Essen oder Ham heißen. Möglicherweise sollten sie diese ja in Abnehmen oder Gurke ändern, dann wäre das Problem nämlich auch gelöst. Es gibt auch noch Dortmund und Gelsenkirchen, Bottrop. BVB und Schalke-Fans, wie sie streiten, welche Mannschaft mehr ist. Also was würde ich euch jetzt empfehlen zu machen, wenn es euch mal in den Ruhrpott verschlägt? In Oberhausen gibt es so eine fette Mall, die sieht eigentlich ganz chillig aus. Ansonsten nehmt die Beine in die Hand und verlasst die Region, am besten direkt das ganze Bundesland. Dieses Video ist gesponsert von der Rheinland-Pfalz-Mafia.